Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge mussten wir uns den Weg hierhin freikämpfen. Wir sind momentan unterwegs zur Endurance. Zu dem Schiff, mit dem wir angekommen sind, was ja, hoppala, vollkommen zerstört wurde. Hier aber gar nicht so zerstört aussieht. Und ja, wir sind hier schon auf einige Feinde getroffen. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommen wird und vor allem, wo wir jetzt hin müssen. Vermutlich hier runter, schätze ich mal. Aber ich schaue mich nochmal um. Wer weiß ja, ne? Geocaches und so weiter. Wisst ihr Bescheid, ja? Die liegen hier überall rum. Okay, da liegt eine Kiste. Aber von da unten kommen wir. Puh, keine Ahnung. Gucken wir mal. Vielleicht ist die ja hier unten lang. Wenn wir jetzt hier reingehen. Lager Endurance gefunden. Ah, da vorne. Okay. Kommen wir denn hier noch irgendwo hin? Ach, hier ist die Kiste. Okay. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. 1873, ja, ich würde mal sagen, die liegt hier ein bisschen länger, wa? Da ist irgendwas drauf. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Sag ich ja, da ist irgendwas dran. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Vielleicht, wer weiß. Wir packen sie einfach mal wieder weg. Wir haben sie jetzt gesehen. Und damit hätten wir 100% der Bronzemünzen gefunden. Oh, das ist ja geil. So, bei den restlichen Sachen sind wir recht weit noch rückständig. Aber mal gucken, vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere. Ich meine, wir sind jetzt bei 60% des Spiels und haben 30% der Sachen gefunden. Aber, naja, gut, ne? Ich meine, müssen wir mal gucken, wa? So, hier liegt ein Tagebuch erstmal rum. Das schauen wir uns erstmal an. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis, eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Ach so ist das. Der steht also auf die gute Lara und hat deswegen jetzt wahrscheinlich, ist er jetzt wahrscheinlich dazu Endurance gegangen. Ob er sich da nicht mal übernommen hat? Wir werden es erfahren. So, wir haben einen Talentpunkt und wir können eine Waffe verbessern. Und das ist mal geil. Na, was machen wir denn jetzt mal? Wir haben jetzt alles frei. Schrotflinten-Experte, vorhin sie eine kurze Distanz mit einer Schrotflinte auf Feinde, um sie aufzuhalten, zusätzlich Belohnung zu erhalten. Ich glaube, das werden wir nehmen, oder? Haben wir sonst noch irgendwas Geiles? Die sind noch gesperrt, natürlich. Weichen sie am Gegner aus, stoßen sie den Pfeil ins Knie und versetzen ihm damit den Todesstoß. Schmutzige Tricks wollte ich ja nicht. Was haben wir hier noch? Da fehlt ja nur noch ein einziges hier. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Oh, das hört sich geil an. Sollen wir das mal nehmen? Ja, komm, wir nehmen. Na, oder? Nee, komm. Wir nehmen jetzt erstmal das Kampf. Das Ding können wir später noch nehmen. Hier mit Schrotflinte und so Belohnung. Ich meine, wir schießen ja sowieso immer aus kürzester Distanz. Drücken die F, um betäubte Feinde mit Schrotflinte den Rest zu geben. Das machen wir sowieso meistens. Deswegen passt das schon. Und wir können natürlich nur die Waffen verbessern. Dann gucken wir mal, welche haben wir jetzt. Pfeil und Bogen. Napalmpfeile, ja. Was war mit denen nochmal besonders? Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlagen größere Flächen feuerfrei. Ja, komm, nee, das brauchen wir jetzt mal nicht. Ummantelte Geschosse machen mehr Damage, glaube ich. Splitternde Granaten. Präsentionslauf. Visier. Schalldämpfer. Ich glaube, das Visier wäre noch nett, oder? Magazinschacht. Ergonomischer Griff. Den können wir nicht verbessern. Warte mal, wo haben wir Visier? Erhöht den Zoom, verbessert so die Präzision der großen Entfernung. Drücken Sie Y zum Zoom. Oh, das hört sich mal nett an. Für 250 nehmen wir das doch mal, wa? Visier. Jetzt gucken wir mal, können wir sonst noch was an der verbessern? Nee, das ist ein teuer Splittergranat. 500, ey. Das können wir noch nehmen. Ergonomischen Griff. Ein Griffmodifikation aus Gummi verringert den Rückstoß. Ja, wir benutzen die Pistole zwar recht häufig, aber Magazinschacht, Magazin ist leicht einzulegen, wodurch die Nachladezeit verringert wird. Boah, ja, ich überlege gerade, ob wir das nehmen sollen, oder was war bei der Schrot? Da konnten wir auch noch was machen.
für 300 ummantelter Schaft, der für weitere Stabilisierung beim Feuer und so. Ja, komm, nehmen wir das mal. Die Schrotflinte benutzen wir eigentlich recht häufig momentan, muss ich sagen. Dann nehmen wir das mal. Dann ist die jetzt nämlich voll aufgerüstet erstmal wieder. Die anderen Sachen kümmern wir uns später. Vielleicht finden wir auf der Endurance ja noch jede Menge. Wir wissen es ja nicht. Na so, und jetzt müssen wir erstmal rüber. Ne Lever, so. Aha, gut, dass man da nicht mehr drücken muss, ey. Sonst wären wir voll auf die Schnauze geflogen. Ist hier noch irgendwas? Wir gucken uns natürlich jetzt immer schön um. Ne, wir müssen nach da vorne, okay. Natürlich auch gleich mit der Seilbahn fixiert und ich sehe doch schon Gegner. Ach, ist das schön. Schade, ich kann von hier aus gar nicht ziehen, sonst hätte ich den schon von hier aus erschossen. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Okay. Den muss ich als erstes erledigen. Aus dem Weg. Ich mach das. Scheiße. Alter, eigentlich kriegen wir diesen Fetzer hier nicht down. Alter, ja, was? F, jetzt mach doch. Alter! So, geht doch. Ach du Sch... Ja, genau. Alter, komm, der muss jetzt nochmal down gehen, verdammt. So, jetzt. Geht doch. Down ist er. Der kann uns mal. Hier gibt nichts zu lachen. So, was hat der da bei sich? Steigklemmantrieb. Ah, jetzt kommen wir da wohl wieder hoch, okay. Benutzen Sie ein Seilfallstück und Seil... Okay, ja, das machen wir gleich. Jetzt mal hier wieder Munition mitnehmen. Aber wir müssen unser Gewehr schon wieder leer. Das darf doch nicht wahr sein. Dass das immer leer ist, echt. Okay, wir sollten doch mal wirklich auf die Schrotflinte langsam wechseln. Ah, da. So, hier, die haben auch nichts mehr bei sich. Das ist ja frech hier. Ah gut, gehen wir mal auf die Pfeile. Aha. So gut, was hat uns das jetzt gebracht? Achso, das fällt jetzt durch den Boden durch. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt gibt's auf die Fresse, Leute. Ich bin wieder da. Irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen Schiss bei diesem Schiff hier. Weil das so schmale, verwinkelte Gänge sind alles. Alter. Wohl unsere Kajüte, wie es aussieht. Ein Bild von uns und Sam. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Oder halt auch nicht. Es ist so viel passiert. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt.
Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Hat die jetzt Lara mit Notebook gesagt? Warum steht dann hier Lara mit Notizbuch, ich mit Kamera? Noch ein verrücktes Abenteuer. Naja gut, egal. So ein paar kleine Sprecher und Gereimtheiten gibt es ja immer. So, ich wollte mich hier nochmal umsehen, ob es hier noch was gibt. Scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, Freundchen, komm an. Das Schiff beginnt zu sinken. Wir könnten ihn einfach dort sterben lassen. Okay, das war wohl etwas auffällig. Wir können das natürlich auch erst... Das war jetzt fies, verdammt. Das war verdammt fies, ey, das hasse ich. Okay. Alter, warum konnte der uns auch so sehen, ey? Das, Alter, wie wir den an die Wand gespickt haben, ist schon mal schön. So, hier war da noch einer. War hier nicht noch einer? Da war da noch einer. Ah, egal. Wir nehmen jetzt die Pfeile da und gehen hier rüber. Ne, so, ab hier. Die können uns mal, verdammt. So. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich will natürlich auch immer in Wasser springen, was unter Strom steht, so neben so funkenden Elektroleitungen und so, ist garantiert immer die geilste Idee.